Nachdem ich in der letzten Folge leider viel schneller war, als das Spiel erlaubt hat und ich durch einen Bug, für den ich nichts konnte, nicht so ganz so schnell drauf kam, müssen wir jetzt Aufsehen erregen und zwar bei diesen Magiern da hinten. Und deswegen werden wir jetzt mal die Waffe zücken und einfach mal hier dem anderen da hinten einen schönen Headnut geben. Bumps, jawoll! Wow! Ihr habt euch den Erfolg Schläger verdient. Yeah, unser erstes Achievement. Ja, jetzt macht aber nicht so viel Stress, ja. Chillt mal ein bisschen. Wollt nur die Seife. So, die ist sogar 3 Gold wert. Dann nehme ich ja gleich mal alle mit, hallo? Ich habe einige der auf dem Boden liegenden Seifenstücke aufgesammelt. Das sollte reichen. Ich werde noch mehr aufsammeln. Die sind Haufen Geld wert. Ja, wo rennst du denn lang? Du, da gibt es leider keine Rüstung mehr. Die habe ich. Tut mir leid. So, wo die Seife überall hinfliegt. Und wie ich die Idee sogar selbst mit den Feuerbällen hatte, das ist echt krass. Wahnsinn, wie weit ich gedacht habe. Aber das Spiel hat es leider nicht erlaubt. Okay, damit haben wir jetzt genug Seife, glaube ich. Mal sehen, wie viel er letztendlich braucht. Kann ich dich einsperren? So, und jetzt sag du mir noch einmal, ich kann das Tor nicht passieren, ja? So. Alles klar, Waffe weg. Und jetzt helfen wir dem armen Knaben da drüben mal. Ach, apropos, ich wollte mal nachlesen, wo das mit den Achievements eigentlich steht. Hier wird es schon mal nicht stehen. Leichte Rüstung ist auch bald ausgebildet, cool. Fraktionen und Erfolge, wow. Magische Symbole, ein Symbol gefunden, verfügbare Magier Rang 1. Fallensteller für das Erlegen des schwarzen Trolls. Oh, das habe ich auch gar nicht mitbekommen. Im Orden sind wir der Begabte, ist ja klar. Und Schläger für den Angriff auf jemanden. Naja, wow. Das war ja jetzt nicht so die Imber. Das ist nicht so das Imber-Achievement, das kriegt man ja wohl automatisch. Und Achievements, die man automatisch kriegt, finde ich doof. Also bin ich nicht sonderlich stolz drauf. Was ist das denn Cooles? Und die dramatische Musik könnte eigentlich auch mal wieder abnehmen. Und wo ist er jetzt hin? Da, hier, ich habe Seife. Habt ihr etwas gefunden, das mir helfen kann? Ja, Logo. Seife. Ihr habt Seife. Gebt her, schnell. Was für eine geniale Idee. Oh ja. Ah, das ist gut. Es wird klappen. Ich werde diesen Helm gleich abbekommen. Yeah! Oh, es hat geklappt. Bloß weg mit diesem Helm. Denke, zwei Seife und eine Belohnung. Seht her, was in der Vorderseite des Helms eingelassen war. Ich schenke es euch. Was will ich auch mit so einem roten Stein? Aha. Unrein Feuerrubin bekommen. Ich habe soeben einen magischen Edelstein erhalten. Diesen könnt ihr benutzen, um eure Gegenstände magische Eigenschaften zu verleihen. Nicht uncool. Nicht uncool. Das gucken wir uns doch gleich mal an. Oh, wir haben immer noch 8 Seife. Und das gibt sogar Magika wiederherstellen. Nice. Dann ist die Seife noch nicht mal blöd. Cool. Wo ist jetzt dieser komische Edelstein? Feuerschaden, 1 Punkt für 3 Sekunden an Schlag. Naja, ich würde sagen, da 1 Punkt lohnt sich jetzt nicht so unbedingt. Aber wäre schon cool, den jetzt einfach mal da reinzusetzen. Können wir den überall reinsetzen? Das würde mich mal interessieren. Weil ich meine, die 50 Gold, auf die kann ich verzichten. Oh ja, guck mal an. Verzauberter Gegenstand benennen, Gegenstand hinzufügen, rostige Kriegsaxt. Das gibt dann tatsächlich sofort Feuerschaden für 1 Punkt. Das ist dann die... cool. Das will ich jetzt einfach mal probieren. Einfach nur, weil es cool ist. Den unreinen Feuerrubin, das ist auch noch ein unreiner. Da kriegen wir bestimmt noch was Besseres. Den können wir jetzt schon verschleudern. Auf die 50 Gold sei auch geschissen. Wir haben ja Seife. Und die rostige Kriegsaxt ist jetzt keine rostige Kriegsaxt mehr, sondern die... Die Feuerkriegsaxt wäre jetzt ein bisschen unkreativ, was? Wie wär's mit der brennenden Axt? Ja, ich weiß, ist auch nicht gerade kreativer. Brennende Axt. So. Ja, es ist okay. Wahrscheinlich klappt es jetzt nicht mal oder so. Doch, scheinbar. Und jetzt haben wir keine rostige Kriegsaxt mehr, sondern die brennende Axt. Wie cool ist das denn? Nee, sorry, ich finde das gerade mal richtig geil. Und, jetzt pass mal auf, wenn wir die ausrüsten.
Oh, ich dachte, die brennt jetzt wenigstens. Naja, gut. Egal, man kann ja nicht alles haben. So, Pörin, was geht ab? Was denn? Ihr wollt immer noch weiterarbeiten? Ja, ja, lass mal. Na, eure Tatkraft möchte ich haben. Hm, keine Ahnung. Ihr könntet ja mal beim Tor vorbeischauen und mit Morten reden. Er leitet die Wache hier. Okay. Und was mir gerade mal auffällt, vielleicht die Musik mal ein bisschen reduzieren. Weil das kam mir gerade ein bisschen laut vor. Okay, okay. Wir haben gerade gesehen, wir haben die zweite abgeschlossene Mission und haben jetzt, jetzt sollen wir die Belagerung der Hexe mal endlich vollenden, oder was? Dem Soldaten Morten sollen wir jetzt Hilfe bieten. Na gut. Hast du noch eine Aufgabe? Ihr wollt etwas zu tun haben? Vielleicht könnt ihr Morten, dem Wachsoldaten, okay, am Tor unter die Arme greifen. Ja, es ist okay. Das werde ich auch gleich mal machen. Jetzt, wo ich wieder mit Energie geladen bin und eine brennende Axt habe, bin ich zu allem bereit. Karek? Ohne Helm auf dem Kopf fühle ich mich irgendwie deutlich sicherer. Ja, das kann ich mir sogar fast vorstellen, mein Lieber. Okay, na dann fragen wir doch mal Morten. Ist das der Typ, den ich eingesperrt habe? Wahrscheinlich schon. Na, dann bin ich mal nicht so ein Befreien wieder, außer er hat sich selbst schon befreit. Oh ja, hat er tatsächlich. Wow. Die NPCs sind klug, unfassbar. Also Morten, was geht ab? Was wollt ihr denn schon wieder? Ich will dir helfen. Was zu tun? Ihr wollt mir helfen? Ja, logisch. Ich bräuchte eine Verstärkung für das Tor. Sicherlich findet sich etwas oben in der Mine. Aber erwartet keinen Lohn. Ich schütze schließlich euer Leben. Das muss ausreichen. Na toll. Mit dem Schlüssel hier kommt ihr in die obere Mine. Na, nö. Sucht dort nach etwas, was das Tor stützen kann und kehrt dann zu mir zurück. Aber passt auf, diese Mine ist seit einigen Wochen nicht mehr betreten worden. Erzähl Sachen. Wer weiß, was dort alles haust. Okay. Wir haben den Minenschlüssel jetzt. Was machst du denn jetzt schon wieder? Naja, der hellste bist du echt nicht. Was mich erstmal auf... Ups. Okay, dann haben wir jetzt gerade unseren Feuerzauber doch verballert. Passiert. Ich wollte mich eigentlich heilen, aber gut. Also wir müssen jetzt doch nochmal oben in die Mine ran. Und ich sag's euch gleich, wenn da oben keine Fackel ist, dann raste ich aus. Nach so vielen Folgen ohne Fackeln will ich endlich mal wieder eine Fackel in der Hand halten, Mann. Kann doch nicht so schwer sein. So, also einmal hier wieder ganz nach oben. Und mit dem Schlüssel kommen wir da jetzt rein. Und ich will hier eine Fackel haben. Ich mache mal kurz Quicksave. Und Tür geöffnet. Questmarker sind in Nerim nur im Kartenmenü F4 zu sehen. Das wissen wir. Und jetzt will ich hier sofort eine Fackel haben. Sofort. Nein. Oh Mann. Das Spiel hat echt was gegen mich. Es hat was gegen Licht. Ich packe jetzt erstmal die Kriegsachse aus. Naja, solange es ein bisschen behält ist, ist es ja noch okay. Aber sobald es dunkel wird, kriege ich einen Horror. Was ist denn hier los? Okay. Was bist du denn? Oh, eine Echse. Hä? Ein Clanbahn aus Morrowind. Ja, Mensch, wie süß. Aua. Boah, geil, Mann. Feuerschaden. Ich hab eine brennende Axt, Mann. Mit mir will ich mich nicht anlegen. Bam. Und 15 Erfahrungspunkte. Das ist geil. Mindere Spinnenseide und Spinnengift. Interessant. Da mag sich jetzt der ein oder andere fragen, warum hat das Vieh Spinnengift? Und für den einen oder anderen, der das Spiel sogar kennt, denkt sich, warum kommt da ein Klammern und keine Spinne? Ganz einfach. Ich habe ein bisschen an dem Spiel modifiziert und dachte mir, wie cool ist es bitte? Weil ich mir dachte, ich mache so kleine Specials aus Morrowind und Oblivion rein, einfach, die euch zurückerinnern. Und da dachte ich mir, wie cool ist es, so ein paar kleine Klammerns reinzubauen. Leider haben die wohl vergessen, dann auch die Items anders zu machen. Aber okay, soll uns nicht wirklich stören, oder? Ich find's irgendwie sau cool, dass wir kleine Klammbands haben. Aus Morrowind. Großartig. Großartig, großartig. Und es hat gepasst. Es ist voll aus diesem Ding rausgekrochen. Das fand ich so genial gerade. Geht's da eigentlich weiter, oder? Oje. Oje, oje, oje. Oh, schon wieder. Steinechsen sind es.
Das heißt nicht mehr Klanban, sondern Steinechse, aber es ist, kommt auch selbe hinaus. So, und auch du willst dann wohl das ganze Spinnzeug haben. Das ist wenigstens viel wert, das nehmen wir mal mit. Okay, Ziegelsteine. Euch können wir wieder hier irgendwie rumschleudern. Whee! Ja, großartig. Physik ist super. Ich würde jetzt eigentlich den einen Weg da lang gehen, aber ich hoffe, dass ich hier vielleicht auf eine Fackel treffe. Aber ich suche bestimmt wieder Was ist das denn? Ah, wieder ein Klanban. Ich finde das super. Mini-Klanban. Ich glaube, das feiere ich noch lange. So. Die sind aber auch ganz schön stark, habe ich das Gefühl gehabt. Stumpfe Waffen hat sich verbessert. Na, das ist doch mal was. Was bist du denn? Stoff? Oh, Stoff nehmen wir mit. Erhellen wir mal kurz, okay. Rolle der Seelenfalle, auch das finde ich gut. Schaufeln nehme ich mit, weil die sind doch gar nicht mal so wenig wert. Aber wir... Ach so, das ist sogar der Questgegenstand. Ich wollte sie eigentlich verkaufen, aber auch okay. Ich fand zwei stabil aussehende Schaufeln, die das Tor zusätzlich schützen können. Steinhacke, dann nehme ich eine... Oh, Spitzhacke, nehmen wir alles mit. Das nehmen wir alles mit hier. Aber eine Fackel ist schon wieder Fehlanzeige. Den ersten Händler, den ich sehe, kaufe ich sofort 100 Fackeln, wenn er die hat. Aber sofort. Instant. Weil das kann es ja echt nicht sein hier.